So Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Wir sind im Kampf gegen Marlus, den Magier, den wir letzte Folge erreicht haben. Und wollen nochmal schauen, was sich diese Folge so ergibt. Wir haben ihm noch keinen einzigen Schaden gemacht. Wow, er hat uns schon einmal umgebracht. Und wir versuchen irgendwie herauszufinden. Also wir kommen ihm langsam, aber sicher immer näher und näher und näher und näher und näher und näher. Und, die Musik ist wieder sehr bedrohlich. Oh, fuck. Da direkt. Ich hoffe, wir können hier hinter der Säule stehen. Oh Gott, das ist nah. Der kommt hier ran, glaube ich. Der ist direkt vor uns. Okay, ich versuch's mal auszukosten, ob wir hier stehen können. Scheint aber so zu sein. Wow! Wow, 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 wow! Wow, 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 okay. Das war echt unklug von mir. Aber, wuhuhu, holy shit. Gut, jetzt wissen wir ungefähr, wo er steht. Ich möchte mich kurz regenerieren. Er ist direkt da oben, also... Wo lang, wo lang, wo lang? Wo können wir uns schützen? Ist da hinten noch was, wo wir lang können? Moment, ich guck mal. Ah, die verdammte Säule. Na, komm, dreh dich leicht... Ah, scheiße. Wir können nicht genau hinter diese Säule gucken. Ja, da geht's lang. Okay, versuchen wir es. Oh, wow, wow, wow. Okay. Puh, ich habe ja immer noch keine Ahnung, ob das richtig ist, dass wir hier lang gehen. Auf jeden Fall ist hier eine Sackgasse, sehe ich gerade. Hups, das ist ja ganz toll. Wahrscheinlich, um einen schnellen Fluchtweg zu finden. Oh Gott, da oben ist er ja direkt. Schwertpower? Okay, warte, wenn wir ganz da stehen, trifft er uns nicht, oder? Vielleicht müssen wir uns zunutze machen, dass er sich so langsam nur drehen kann, der Gute. Moment mal, das versuche ich doch mal. Okay, der dreht sich doch schneller, als ich erwartet habe. So, wir sind schon verdammt nah. Müssen wir noch irgendwo Chance ergreifen, uns zu verstecken, wenn wir erstmal oben sind. Also da können wir hochklettern, da... Nee, das ist viel zu hoch. Hm. Da oben sind noch... Warte, da direkt vor mir ist ein Schutzwall. Wow, okay. Auch wenn... Doch, der Kampf, der gefällt mir. Spannender Kampf. Oben, wo es leuchtet, ganz klar. Und da oben. Ja, jetzt habe ich ihn endlich mal markiert gekriegt. Da ist ein Schwachpunkt. Direkt da oben auf dem Kopf mal wieder. Natürlich, wo sollte er auch sonst sein? So, überprüft, alles läuft. So, und hier muss aber auch noch irgendwas sein. Wo genau? Weil, also ihr merkt das nicht, aber wenn es vibriert, dann weiß ich, ich habe den Schwachpunkt getroffen. So, in der Mitte, da ist nichts. Irgendwo da am Arm, ja. Garantiert da, wo es leuchtet. Aber ich würde gerne wissen, wo gehen... Die Hand? Oh, scheiße. Irgendwo an der Hand oder da oben an der Schulter scheint eine Schwachstelle zu sein. Ich weiß es jetzt nicht. Da auch irgendwo. Kacke, da reicht das Licht nicht weit genug für. Oder? Gut, wir sollten dann irgendwie uns versuchen, jetzt weiter vorzuschleichen. Also noch geht er ja, also noch bewegt er sich nicht, was ich hoffe auch, das wird er nicht tun. Wow. Okay, wir müssen verdammt schnell reagieren, denn ist ja kein Wunder. Wir stehen direkt vor ihm, was erwarten wir?
Gut, er ist immerhin nicht so unfair wie Kenobia, dass er uns instant killt direkt. Oh Gott. Nein, wander hoch. Oh, okay. Ich versuch's jetzt nochmal. Okay, Hauptsache sich nicht von dem runterschmeißen. Schießen lassen. Unterschießen lassen. Doch, das ist ein echt cooler Endkampf. Falls es der letzte ist. Also der letzte Koloss ist auf jeden Fall. Aber ich weiß ja nicht, was danach noch passiert nach dem Spiel. Direkt Abspann oder was auch immer. Aber darüber will ich jetzt noch nicht philosophieren, weil ich meine, immerhin noch haben wir hier nicht gewonnen. Ja, ich hatte, falls ihr euch fragt, warum ich gerade nochmal einen Schritt zurückgegangen bin, ja, der Abstand war viel zu groß, das hätte ich niemals geschafft, ohne dass er uns darunter schmeckt. Schmeckt. Und darunter smackt. Denn der ordentliche, der gute Nutz ist ziemlich hart. Das ist trotzdem jetzt mal. Nein! Echt gut, ich glaube, er hätte uns eh auf die Finger geschossen, wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt nicht runtergefallen wären. Hm. Aber wir können seinen Flammen nicht ausweichen. Nicht direkt jedenfalls, weil von allen Kolossen, das ist glaube ich der vierte Koloss, der schießen kann. Und ich muss sagen, er hat die gefährlichsten Projektile. Ja, manchmal klappt's, manchmal nicht. Das ist leider die Schwierigkeit daran. Aber ich habe schon eine neue Idee. Wir haben mal einen Plan. Ihr wollt es mal ausprobieren, ihr wollt es euch zeigen. Und ja, wenn ihr hier seht, dann könnt ihr... What the fuck? What the fuck? Please don't kill me. I'm just a little human. So. Möchte ich mal was ausprobieren. Kann ich ihn provozieren, indem er... Indem ich einfach mal springe. Hallo, guck mal. Ja, das klappt sogar. Oder auch nicht. Weil ich weiß nicht, wie schnell der Typ hintereinander schießen kann. Ich will ihn dazu bringen, zu schießen. Seht ihr, weil dann komme ich sogar ohne eine Rolle schon zu dem Teil. Das heißt, wenn ich ihn dazu zu bringen, zu schießen. Moment. Schieß nochmal. Wow! Okay, geil. Es hat geklappt. So. Da ist noch eine Unterschlupf. Da möchte ich rein. So. Warum uns das jetzt hinführt? Auf jeden Fall kommen wir... ganz langsamen, kleinen Schritten immer näher und es rumst hier verdammt gewaltig, ob er weiß, wo wir sind. Ist das seine Schusshand? Ja, ja, er ist echt ein Magier. Er weiß immer genau, wo wir sind. Er ist direkt über uns, oder was? Ich glaube, das sind sie. Okay, solange der Typ sich nicht bewegt, ist das in Ordnung. Wir sind direkt unter ihm. So, bitte lass hier Licht sein. Jawoll. Hat er da einen Schwachpunkt? Holy. Gut, gut, gut. Hierher zu kommen war schon mal ein Akt. Jetzt müssen wir nochmal ganz genau uns Zeit nehmen. Da ist ein Schwachpunkt. Da, irgendwo da. Da ist auch ein Schwachpunkt. Aber ich glaube, das gilt nicht da unten direkt, sondern irgendwie weiter oben. Hm. Also er scheint ja echt keinen großen Bock zu haben, sich zu bewegen.
Und das macht, das merkt er, glaube ich, nicht mal. Wow, also der ist auch wieder ziemlich groß, der Kollege. Ziemlich groß. Mit seinem Magiergewand. Aber wir können garantiert hier hochklettern. Ja, natürlich. Okay. Der ist auch echt... Ich glaube, ich weiß, warum ich so ein bisschen Schiss vor dem Guten habe. Er ist so regungslos irgendwie. Das macht ihn doch sehr... Das macht ihn verdammt anmutig. Ich meine, er bewegt sich nicht. Er versucht nicht, uns abzuschütteln. Noch nicht gut. Ich weiß nicht, ob er das noch tun wird. Aber dieses... Das Ganze macht es doch sehr... episch. Ja, der Kampf ist einfach nur episch. Das ist ein echt gutes Wort dafür. Wenn man episch irgendwo verwenden kann, dann bei diesem Spiel. Und wenn man das bei einem Boss verwenden kann, dann bei diesem. Ich möchte ehrlich gesagt weiter an seinem Rücken bleiben. Weil, wenn ich mich da vorne rumtreibe, habe ich Schiss, dass er sich mit seiner bösen Jab-Jab-Vernichtungshand angreift. Und dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise ich. So, wie hoch ist denn das noch? Warte mal, was macht er? Sucht er uns? Der dreht sich gerade, oder? Dreht er sich? Hm. Ich kann es nicht so genau erkennen. Ist auch eigentlich völlig egal. Wir wollen nur weiter nach oben. Und uns bloß nicht runterschubsen lassen, weil das wäre jetzt echt... ziemlich übel. Übel, 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 übel. Einfach nur zentral hoch. Das schaffst du, oder Wanda? Ja. Okay. Wow, der Typ, der kommt mir eher vor wie eine Festung als wie ein Lebewesen. Aber er ist... Oh. Da ist die magische Hand. Und der hat doch Fell an der Hand, glaube ich. So, jetzt können wir gucken. Nein, seine Hand war nämlich nicht die Schwachstelle. Also doch nicht. Aha. Seine Schwachstelle ist... Wir stehen ein bisschen scheiße dafür. Also den Kopf, den wissen wir. Irgendwo in der Mitte muss aber auch noch eine sein. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, wo? Hier hingehen. Ich glaube einfach, wir müssen uns wirklich hinten halten. Er dreht sich. Gott, er wird sich doch nicht selber angreifen wollen. Jetzt, oder? Ich kann nichts sehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung er guckt. Das ist gerade ein bisschen unpraktisch. Da ist seine Hand. Ich glaube, er kann nicht gar nicht richtig. Der kann sich zwar ein bisschen wenden und so, aber so richtig drehen, glaube ich, kann er sich nicht. Was gut für uns ist, ehrlich gesagt, aber ich frage mich, worauf das hinauslaufen wird. Boah. Anmutiges Wesen. Ich habe zu der Schlange, ich habe zur Phalanx schon gesagt, dass ich sie anmutig fand, aber den hier. Also, wenn einer es verdient hat, der letzte Koloss zu sein, dann er. Boah, okay, ich glaube, wir müssen jetzt nur noch auf seinen Rücken. Dann können wir ihn angreifen. Leute, in der nächsten Folge versuchen wir endlich einen Frontalangriff auf Margus den Magier zu starten. Bis, Malus, nicht Margus. Bis dahin, ciao.